Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe. Heute am Donnerstag, dem 4. November 2021. Ja, wieder mal haben sich die amerikanischen Märkte gestern erneut ein Stück nach oben kämpfen können. Beim Dow Jones Index waren es in Summe 0,3%, doch es ist und bleibt beachtlich eben, wie stark hier die Dynamik auch seit dem Ausbruch eben vorliegt. Und auch die Fed eben hat gestern somit auch mit ihren Worten und Taten Rückendeckung geliefert und die Märkte hier nicht aus der Bahn geworfen. Was jedoch meiner Meinung nach nicht heißt, dass das nun der Freifahrtsschein ist, um weiter anzusteigen. Denn wir sind und bleiben sehr, sehr stark überkauft. Aber, und darauf möchte ich stets, wie in den vergangenen Ausgaben auch immer wieder zu sprechen kommen, haben natürlich die Bullen seitens der Charttechnik alle Vorteile auf ihrer Seite. Erst unterhalb von 35.600 Punkten trübt sich das Chartbild wieder ein. Wir sprechen über 500 Punkte, etwas mehr als 1,5% Puffer. Das ist eben nicht so viel. Und genau das sollte man auch in den kommenden Tagen und Wochen im Hinterkopf behalten. Beim Technologieindex Nasdaq, es ist wirklich Wahnsinn, wie stark die Tech-Werte laufen und wie ungebremst das nun eigentlich seit dieser einen Korrektur, die wir hier kurz gesehen hatten, bis in den Bereich von rund 14,4, sind wir tatsächlich schon wieder über 1700 Punkte nun nach oben gestiegen. Wie in der Schnur gezogen, aber wir sehen eben auch, dass dieser Anstieg eine Menge Kraft gekostet hat und auch hier eben gilt Ähnliches wie beim Dow Jones Index, oberhalb 15,7, alles wunderbar, was nicht bedeutet, dass man erstens nicht in diese Region einmal konsolidieren kann, aber von einer Korrektur sind wir eben auch noch entfernt, solange wir eben oberhalb von genau eben diesen 15.700 Punkten notieren. Dann noch der Blick auf Alibaba. Wie Sie wissen, hatte ich bei Alibaba eine größere Korrektur mitgegeben, dann eben auch ganz klar gesagt gehabt, ich sehe bei Alibaba auch großes Erholungspotenzial. Ist lief auch ganz gut, muss man sagen, denn die Aktie kam ja schon zurück von rund 100, ja, aufgrund 140 bis 180. Das Ziel ist und bleibt erstmal 200 US-Dollar. Wir haben jetzt mal einen ersten Kursrücksetzer gesehen, nach der eben starken Bewegung von 40 US-Dollar. Vielleicht bringt sich eben Alibaba gerade schon wieder in Position, gerade weil wir auch hier sehen, dass die Aktie jetzt auf einem gleitenden Durchschnitt sich versucht zu stabilisieren. Also sollte man auf jeden Fall hier im Auge behalten. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und freue mich, wenn Sie wieder zur nächsten Ausgabe einschalten.